Moin meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Sky, und diesmal zeige ich euch, wie ihr den Cheater Tanke Schrein freischalten könnt. Damit der Schrein auftaucht, benötigen wir einen Orb von der Questgeberin, die ihn als erstes nicht hergeben möchte. Haben wir einmal die Quest gemacht, können wir ihn in diese Plattform da oben, ja, oder da vorne reinschieben, und dann taucht der Schrein auf. Zum Ort und der Quest erzähle ich euch jetzt mehr. So, um diesen Schrein dann freizuschalten, müssen wir uns genau an diese Position hier begeben. Das ist an der Parfar-Küste, ja, sehr weit südlich. Ja, man kann schon sagen, das ist halt direkt unter dem Stall der Hochebene. Und dann müssen wir mit der guten Lune reden. Die geht um den Auftrag, dass sie gerne Fotos haben möchte, und zwar von Wächtern. Einmal vom kleinen Wächter, einmal von den Laufenden und einmal von den Fliegenden. Also, holt eure Kamera raus und dann geht's auf Wächterjagd. So Leute, einen laufenden Wächter finden wir nicht unweit von dem Punkt, wo sie uns losgeschickt hat. Und zwar direkt hier hinten an der Küste, einfach ein bisschen weiter rechts laufen. Wir müssen diesen Wächter jetzt nicht aufwecken, sondern wir können ihn einfach sozusagen aus der Ferne fotografieren. Hauptsache, es wird angezeigt, dass dieser Wächterläufer fotografiert wird. So, wir speichern das eben mal. Wächterläufer, alles wunderbar. Jetzt hat es gezählt. Und jetzt zeige ich euch, wo man einen fliegenden Wächter herbekommt. So, jetzt kommen wir zu den fliegenden Wächtern. Die gibt es natürlich an mehreren Orten auf der Welt, zum Beispiel auf dem Todesberg, da muss man eh in der Mainquest vorbei, unter anderem auch zum Beispiel an dem großen Labyrinth am Meer von Akala. Ich habe mich jetzt für Ost-Akala entschieden, das ist genau am Eldra-Kessel hier, denn von hier aus kann man sich schön auf den Hügel stellen, die Kamera rausholen und einfach mal ein Foto von den Wächtern machen. So. Das ist hier relativ einfach, finde ich. Deswegen habe ich diesen Ort, als gesagt, ausgesucht. So, jetzt kommen wir zu den laufenden Wächtern. Ja, die kleinen Wächter, die findet ihr überall in den Schreien, wo ihr auch kleinen Wächtern begegnet seid. Diese respawnen nämlich immer. Dafür können wir nicht die Kampfschreine nehmen, aber ich habe zum Beispiel hier den Yakamata-Schrein genommen. Ja, der ist direkt unter dem Turm der Ebene. Und da sind sie respawned, das heißt, wir wählen unsere Kamera an. Und machen mal ein hübsches Foto von ihnen. Da haben wir gleich zwei davon. Nanowächter 2.0. Das sind die kleinen Wächter. Jetzt können wir natürlich wieder unsere Waffe rausholen und sie platt machen. Übrigens auch eine gute Quelle, um an Ressourcen ranzukommen. So, jetzt geht's wieder ab zu unserer Questgeberin. So, wieder angekommen bei der guten Lune. Sprechen wir mit ihr. Und zeigen wir die ganzen Fotos. So, als Belohnung, nachdem wir ihnen die ganzen Fotos gezeigt haben, bekommen wir auch den Orb, den wir jetzt natürlich schnappen. Und ihn jetzt in der Kuhle hier versenken, was den Schrein dann zum Auftauchen bringt. So, also willkommen im Cheater Tanke Schrein. Dann begeben wir uns mal ins Innere. So, im Inneren erwartet uns ein Kampfschrein. Und zwar einer von der mittleren Sorte, das heißt, damit dürftet ihr eigentlich nicht so große Probleme haben. So, als Belohnung kriegen wir natürlich wieder einen antiken Reaktorkern im Loot, ein paar Zahnräder und Achsen und natürlich auch ein paar Waffen und Schilde. Jetzt müssen wir uns im Grunde genommen einfach nur noch unseren Loot abholen
Und dann haben wir den Schrein eigentlich schon geschafft. Ein Königsschwert. Ich habe leider keinen Platz mehr in den Taschen. Wie immer. Und wir holen uns das Abzeichen ab. Alles klar. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Tutorial natürlich wieder weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat und weitergeholfen hat, dann lasst mir doch einfach mal ein Like da. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns wieder im nächsten Video wiedersehen. Bis denn, euer Sky. Tschuhu!